Herzlich willkommen zu diesem Grundkompetenzen-Video zu Windows 11. Diesmal geht es darum, wie man Fenster, die man bereits geöffnet hat, schnell am Bildschirm anordnen kann und auch sogenannte Undo-Gruppen verwenden kann. Und da gibt es einmal zwei Wege. Ich zeige den ersten Weg einmal mit der Tastenkombination. Ich habe hier ein Fenster, das habe ich jetzt hier ausgewählt. Und ich drücke jetzt die Tastenkombination Windows-Taste und Z. Und dann erscheint da oben hier so eine Auswahlmöglichkeit, dass ich auf dem Bildschirm zwei Fenster nebeneinander anordnen kann. Ich wähle jetzt hier links, dann wird dieses Fenster hier dann links angeordnet. Auf der rechten Seite kann ich mir dann ein Fenster aussuchen, das rechts angeordnet wird. Und das Ganze hat dazu geführt, wenn ich jetzt in die Taskleiste fahre, sehe ich das, ich habe hier zwei Fenster nebeneinander, das ist die sogenannte Undo-Gruppe. Wenn ich jetzt hierher gehe, habe ich hier die einzelnen Fenster und ich habe hier die gesamte Gruppe. Wozu kann ich das verwenden? Wenn ich jetzt in ein anderes Programm hineingehe, wie hier den Edge, rufe ich das hier auf. Wenn ich jetzt hierher gehen würde und ein einzelnes aufrufen würde, würde nur dieses eine Fenster geöffnet werden. Ich möchte aber die gesamte Undo-Gruppe, also die Fenster nebeneinander aufrufen, klicke hier und habe die beiden jetzt dann hier schon so dargestellt. Das Ganze kann ich jetzt auch noch mit der Maus machen. Ich bringe es jetzt hier wieder etwas in Unordnung. Wähle mir dieses Fenster, fahre einfach mit der Maus herauf, drücke sie nicht, sondern es wird hier einfach, fahre einfach darüber, wird hier eingeblendet, wähle wieder auf der rechten Seite das andere Fenster und habe dann automatisch dann hier diese Undo-Gruppe erzeugt bekommen. Ja, und das war's schon. Danke für deine Aufmerksamkeit.